Yo, moin moin, willkommen zurück zu Metal Gear Rising. Wir sind hier stehen geblieben nach dem Monsun. Wir haben ihn erstmal beiseite geschnitten und jetzt machen wir uns erstmal hier auf den Weg in das Hauptquartier. Und dann schauen wir uns doch gleich mal um. Wir begeben uns direkt mal zum Serverraum. Die blöde olle Nuss hier, was willst denn du von mir? Die schnetzen wir mal in zwei. So, das war's. Du hast mir hier nämlich gar nichts zu sagen. Und dann schauen wir doch mal, wo wir hin müssen. Wir müssen hier die Treppe hoch, aber wir werden natürlich gestört. Und jetzt gibt es erstmal voll auf die Fresse, Leute. Und dann dazu zum feinsten Bam. Ja, kommt noch her mit einem scheiß Raketenwerfern. Ich schmetze dich zum Brei. Wow, das war knapp. Okay, hier gibt's nicht mehr. Und jetzt kommst du her. Und bam, einmal über dich drüber. Und jetzt. Ja, schon nur. So. Na, na, komm mal her. Und jetzt. Na, komm schon. Bam, bam, bam. Na, ding, 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 ding. Ching, 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 ching. So. Oh Gott. Ah, jetzt erwischt er uns. Nein, ist nicht gut. Na, komm her. Bam. Und jetzt dann dazu. Da ist der linke Arm. Und oh, wir haben ihn sogar. Wir haben ihn, Leute. Ich habe einen Arm, einen weiteren. So, bam, gekontert und zack, zack. Jetzt kriegst du ihn aufs Maul. Und dann kommst du dran. So, die Eingangstür haben wir auch mal erstmal voll zerschnetzelt. Und jetzt gibt's nochmal Sand dazu. Und als nächstes bist du dran. Du bist hier da. Oh, okay, doch, ein Glasmonster. Und dann versuchen wir gleich mal hier den Ripper-Modus aus. Bam. Oh, der schnetzelt echt gleich alles in zwei. Das ist echt gut. Bam, 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 bam. Gib ihm. Okay, also die Leiste löst sich kontinuierlich auf. So ein paar Nano-Dinger, aber komm mal her. So. Oh shit. Das wollte ich nicht blocken, aber jetzt. Zack. Das krieg ich auch nicht mehr geblockt. Na toll. Na dann komm. Okay, was ist das denn? Das ist was Neues. Oh shit, der kann so komische Laserstrahlen schieben. Uncool. Blöder Dog. Warum kann das meiner nicht? Warum kann der Wolf das nicht? Oh, okay, der ist jetzt K.O. Eine Weile und dann erstmal meine Messe geblockt. Und jetzt komm her. Du kleines miese Stück. Nicht schon wieder. Das war knapp. Aber jetzt haben wir dich. Und da gibt's schön Hundefleisch. Kein Pferdefleisch, sondern Hundefleisch. Und jetzt schauen wir mal, was hier noch so geht. Ja, nichts mehr. Was haben wir? Oh, Rang B. Okay. Das war auch sau schlecht von mir. So. Hier müssen wir dann nach da oben hin. Okay. Sundowner ist oben. Sundowner ist der üble, fiese Fettsack. Also wissen wir jetzt, der hat uns ja hier eine coole. Ja. Der hat unseren Präsidenten erledigt, den wir eigentlich hätten retten sollen. Wow, da gibt's ja viele Sachen. Bam. Okay, na komm. Hallo, ich will doch nur Glas verschneiden. Ich will da rein. Jetzt komm. Oh, das ist echt unnötig. Was, hier, komm. So. Ja, immer noch nicht. So. Okay, dann machen wir jetzt halt eine harte Tour. Dann machen wir halt alles kaputt. Ich will das haben. Los, lass mich da rein. Na, endlich. Boah, ist das eine Prozedur mit dem Glas hier. So, da will ich auch rein. So, jetzt komm. Da. Schnetzel, 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 Schnetzel. Ja, und ich will hier oben rein. Genau. Na, komm. Nee, ach, dieses blöde Drecksglas. Na, komm, das will ich haben. Na, gib her. Oh, mein Gott. Ja, das geht doch. So finde ich das gut. Und jetzt einfach Ninja Run. Einfach mal alles klein haxeln. Und da haben wir auch das schon. Saugeil. Oh, guck mal, wir haben sogar einen Computer gefunden. Nice one. So. Ja, komm. Genau, Interaktion. Und dann haben wir den. Bam. Yo, 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 yo. Bin ich mal gespannt, was hier so als nächstes abgeht. Oh, jawohl. Bam. Na, kommt her. Ich hab keine Angst. Ich hab mein Maschinengewehr. Ach, das war schon. Die Aufzüge scheinen aus Betrieb zu sein. Natürlich war er nicht anders zu erwarten.
Was haben wir denn? Was haben wir denn? Ah, jetzt verstehe ich, warum das MG da steht. Es kommt wahrscheinlich jetzt eine Gegnerwelle. Ja, ich hab's mir gedacht. Dann benutzen wir das doch mal. Ja, komm. Ja. Und jetzt gib ihm voll auf die Fresse. Bam. Den haben wir. Und dann haben wir den noch. Ja, komm. Put, 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 put. Bam, 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 bam. Du kriegst alles ab, Mann. Ihr kriegt alles. So richtig auf die Fresse. Hier, bam. Ja, das ist so schwer zu steuern. Na komm, du auch noch. Ja, diese kleinen Vogelfiele, die könnten wir ausschalten. Die Slider. Die nennen sich ja die Slider. Ja, aber von irgendwo kriegen wir Schaden. Ah, hinter uns steht eine. Kann gut sein, oder? Autsch! Okay, die schießen auch mit dem MG, das können wir aber auch. Wir sind viel cooler. Ja, okay, da können wir gar nichts, Junge. Na komm. Ryden, Schwert, bist du viel cooler drauf. Wunderbar, mein Hack war erfolgreich. Okay, wir haben es jetzt endlich geschafft, in den Aufzug gleich zu kommen. Aber ich will noch einen Sandwich, ein bisschen Lebensenergie auffüllen. Oh, den Hammer. Und den machen wir auch noch platt. Den machen wir jetzt hier mit so einem Bilder, den wir da hier oben cool. Und so, dann haben wir den. Und bam, den nehmen wir auch noch mit. Dann ist Jack the Ripper. Oh, shit. Hoppala. Da können wir den in der Luft. Oh, du sollst mich doch nicht unterbrechen mit meinem Nacktüber. Hallo? Oh, jetzt krieg ich auf die Fresse. Nein, das ist uncool. Shit, lass mich in Ruhe. Boah, ich glaube, wir gehen. Boah, ich will da weg. Ah, ich häng da drin. Okay, wir gehen doch lieber in den Aufzug. Lalalalalalalala. War das close? Scheiße, diese blöden Drecksviecher. Jetzt dachte ich schon, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Aber okay, so schlimm war es zum Glück noch nicht. Okay. Ach, hier gibt es eine geheime Etage. Na, das ist ja wieder super. Superbe. Aufzug. Ah, hier fehlt irgendwie Aufzugmusik. So. Ja. Security Cyborgs would not have sufficient clearance. Okay, also wir müssen irgendwie die Angestellten oder so hier auseinandernehmen, weil hier manche Schleusen eben versperrt sind, die wir durchgehen müssen. Drei Systeme, zerstören, deaktivieren. Okay. Ah, wir müssen bald im 20. Stock sein. Ach so, ja, wenn das weiter nichts ist. The electrical panels are most likely hidden in the wall. Aber da hat einer einen linken Arm. Okay, haben irgendwie alle. Aber ihr wisst, was ich meine. So ein Dartenarm. So. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so alles anstellen können. Also hier gibt es noch einen Gegenstand. Oh, ein 3D-Hologramm. Hm. Hier noch was? Nö. Okay, da müssen wir wahrscheinlich dann durch. It is composed of steel alloy, bonded by a high-frequency electrical current. It should unlock once the power has been cut. Ja, also meine Theorie hat sich bestätigt. So, einmal hier durch. Wow, irgendwas hat uns entdeckt. Ah, der Typ. Na toll. Jetzt dachte ich, ich könnte ihn backsteppen, aber nisch ist. Na, dann machen wir die Kiste auf. Und was haben wir denn? No, ein paar Credits. Auch gut. So, dann nehmen wir erst den auseinander. Vielleicht haben wir ja die Chance, ihm seinen Arm abzuhacken. Nein, ich hab's versemmelt. Na, war ja klar. Ja, Mann. Nein, hey, das. So, dann backstabben wir den nochmal. So, und schneiden den nochmal in zwei. Oh, der hat uns gesehen. Oh, uncool. Wow. Wow, voll mit dem Raketenwerfer. Du scheiß Pussy, Mann. So, ich fall hier nochmal aufs Maul. Ich hier nochmal. Jetzt schnetzeln wir euch. So, der hat erstmal seine Beine verloren. Okay, wo bist du denn? Na toll. Den anderen sehe ich nicht mal.
Aber ich bin auch der Nieder, mein Sklave. So, sag dazu. Und das andere? Du nicht schon wieder. Oh, shit. Da sind wir wieder so ein paar. Aufladung, das ist cool. Ich hab's gewusst. Fuck. Wow, und dann noch eine Rakete rein. So, dann dazu. Ich will leben. Komm on. Ah, block, 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 block. Ah, fuck. Ach, das Viech ist echt richtig bitter. Ja, ja. Keine Chance, du Drecks. So, und nochmal. Dang, dong, bam. So, Sand dazu. Ein sauberer Schnitt. Und dann haben wir das Ganze schon. Bam. So. There should be an electrical panel nearby. Use your enhanced AR to locate it. Ich will das haben. So, geht doch. Okay, da läuft irgendeine Leitung lang. Ah, okay, da ist noch eine Kiste, die machen wir auf. Ein bisschen Repair-Nano. Und den Schalt. Den Schaltkoffer zerstört, die Schalttafel. Hm, was haben wir denn noch? Wo ist denn das nächste? Ah, da hinten. Okay, schon gefunden. Ja, stimmt. Ah, geht doch, doch da hoch. So, hey. So. Oh. Wir haben wieder neue Gegner gekriegt. So, dann wieder so eine Kiste mitgenommen. Ah, okay, ihr wisst schon automatisch, wo ich bin. Au, was macht ihr? Ich werde euch zerpflücken. Ja, komm her, bam! Das, oh shit. Ja, komm her. Beide. Wow, was war das für eine Raketenhagel? So, nochmal geblockt. Komm jetzt. Richtig. Ah, shit. Wieder diese verkackte MP-Scheiße. Na, komm jetzt. Oh, diese Raketen sind noch mal. Yo, wow, wow, wieder mal ganz locker, Dude. So, jetzt aber. Jetzt aber. Also zu zweit sind sie extrem nervig. Jetzt habe ich beide nochmal. Ah, okay, einen habe ich. So, so, altmodische Art. Und dann penetrieren wir dich einmal so gleich. Genau. Bam. Und jetzt zerschneiden wir dich schön in zwei Hälften. Aber so. Ich hasse die Viecher, also die sind echt nervend auf Reiben. Aber naja. Let's begin. Okay, wo müssen wir denn hin? Da gibt's noch was. Da auch noch was. Ah, ich will da hin. Ah, wie komme ich da hin? Na, ah, jetzt, oder? Ja, da ist noch eine Kiste. Nice. Und, oh, hier muss man echt alles zerstückeln. Dass man hier viel zerstückeln muss. Oh, und einen Computer gefunden. Was haben wir denn hier? Nice, 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 nice. VR Mission 14. Hm. Müsste ich auch mal irgendwann mal ausprobieren, die VR Missions. Vielleicht mache ich das ja in einem Livestream oder so. Mal überlegen. Ah, wo müssen wir denn als nächstes hin? Na komm. So schwer kann das doch nicht sein. Ah, da ist noch irgendwo was, was wir zerhaxen müssen. Oder? Okay, da ist nochmal ein Gegenstand. Hm, ah, nochmal ein Computer. Zack. Geht ja richtig rund. Und VR-Mission Nummer 15. Und ein Karton. Hm. Nice one, dude. Okay, hier ist nichts mehr. Okay, ich folge jetzt echt mal der Leitung da oben. Okay. Ah, okay. Das ist ja schön versteckt. Bam. Okay. Das wäre geschafft. So, jetzt haben wir auch unseren Waypoint. Oh, und der hat einen Arm.
Nein, das kann ich nicht blocken. Ah, scheiße, also rot kann ich blocken, aber gelb. Das müssen wir mal langsam merken. So. Ja, okay, wenn man... extrem schwer, da werde ich nur noch sterben. Block, block, block. Und jetzt nochmal. Na komm. Na, verdammt. Na, okay, das war zu stark gewirbelt. Den habe ich echt nicht gewirbelt. Come on, bitch. So, dann schmeckt es mal zwei. Und dazu kriegt man Manometer. Das ist ja echt schlechter gelaufen als schlecht. Rang B, das ist eigentlich noch zu gut dafür. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, aber wieder die gleiche Kombination wie eh und je. Und dann begeben wir uns mal hier zu dem Fahrstuhl. Oh, ein Anruf. Raiden, shall I activate your pain inhibitors now? No, keep them off. I need it this way. Nö, nö, nö. Well, genau, das war fast. Ich will, dass es so bleibt. I turned more than a few men into cyborgs, but you, well, your past is most. Hey, das ist ja meine Vergangenheit hier aus dem Spiel. Ich hatte gar nichts mit dir zu tun. Grown men. Compared to the average third world child soldier, I can't really complain. Most of them, they're the sort of gorillas your typical patient gets paid to slaughter. Perhaps, but this shouldn't be news to you, Doc. Yes, but yeah, nix aber, Doc. Look, just help me take care of those brains after I bring him back. I do my business, you do yours. Yes. Okay, also Doc ist auf unserer Seite und hilft uns, die Gehirne hier rauszubringen. Und wie gesagt, nochmal die gleiche Tastenkombination, die ist für alles. Wow! Okay. Ich will hier einfach eigentlich nur raus. Jo. Ach, einsam dazu und dann... Bam! So komme ich einfach raus hier. So, hier lang. Das habe ich mir schon gedacht. Ich will ja auch eigentlich nur hier raus. Boah, shit. Okay, hier geht gerade alles zum Grunde. What the fuck? Einfach mal alles kaputt machen und ein bisschen drüber machen. Zack. Rolle, dann Slide, noch eine Katze. Und dann einfach hier geradeaus. Alter Schwede. Ja, ey, Idioten. So, hier noch eine Kiste. Oh, eine Nanopaste. Nice. Oh Gott, die waren ja schon alle. Was mache ich denn? Ich hab gedacht, da könnte man weiter eventuell. Oh shit. Gecko, nicht gut. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Ja, ja. So ist gut. Also sie zerbomben einfach mal ihr eigenes Hauptquartier, aber es ist okay. So viel Schaden haben wir im Gericht, das übernimmt die Versicherung nicht mehr. So, nur mit Tür, Katze, und Slide, Katze, Ausweichen, Verschleben, Katze, Büro, Rolle, und nochmal den Trümmerhaufen entgegen. So, ich will da... Wow, was machst du denn, Großer, hier? Ich will doch nur an dir vorbei. Ah, ups, okay, das bin ich eben. Okay. Also nur wir beide. Diese die halten einfach zu viel aus. Manchmal ist die Kamera einfach zu nah. Die aus ab und zu. Oder ich jetzt einfach nicht machen. So, das ist ziemlich schön.
Mund. Schnell in meinen Mund und dann hat wieder so einen dazu. Jetzt haben wir richtig deine Liebe. Hallo? Fail. Okay, naja, weiter geht's. Okay, dieses ganz. Ja, genau. Oh, okay, automatisch ausgelöst. Zack, zack. Boah, das sieht einfach so geil aus. Also, wie gesagt, Platinum Games macht sehr, sehr gute Action-Spiele. Hat man auch schon gesehen an Vanquish. Ich glaube, Vanquish werde ich euch echt zeigen in einem Livestream. Also. Ist echt ein gutes Spiel und dann wisst ihr auch, warum ich sie so feier. Denn bei denen geht echt alles schnell. Action, Action, Action. Und die Story passt eigentlich auch immer. Und hier ist genau dasselbe. Die Story passt. Und deswegen finde ich das eigentlich gut. Okay, und da sind wir oben angekommen. Was haben wir denn für einen Rang? Oh, Rang B. Ja, okay, wir waren noch nicht gerade besonders gut. Right away is up now, ja? Almost there. I have just finished analyzing the latest security data. Ah, okay. You should find an indoor garden up ahead. Ein Garten. Sounds fancy. A Japanese garden. Okay, das klingt echt. Oh, ein japanischer Garten sogar. Das klingt echt interessant. Apparently, one of World Marshal's directors is a rather serious Japanese culture enthusiast. Sodele. So what's this got to do with me? Is there something I need from the garden? Not at all. You need only pass through that area to arrive at a freight elevator. I found a route to the elevator controls through the unit we hijacked downstairs. I have located the server room okay, as well. Okay, dürfen nur mit dem Lastenlift fahren. Elevator. Great work, Doc. Elementary, my dear Raiden. Now. Genau, wir begeben uns jetzt Richtung Garten. Okay, also einfach alles geradeaus. Dann tun wir das doch. Einen japanischen Garten durchqueren. Machen wir noch mal links, aber hier gibt's auch nichts mehr. Okay. Gibt's echt nicht mehr. Shit, okay, der Samurai gibt mir. Hey, du sollst nicht treten, Mann. Das ist für feige Hühner. So, und jetzt gebe ich dir. Und dann gebe ich dir. Und dann gibst du mir. Und dann gibst du. Nein. Und dann gibst du mir. Nein, ich gebe dir. Und gib mir deinen Arm. Los, gib mir deinen Arm. Ich halte so platt. So, genau so. Mist. Ah, nein, das ist uncool. Ich will dir gegen, nicht du mir. Block, block, block. Los, Alter. Ich hab seinen Arm, jawohl. Gib mir seinen Arm, jawohl. So, hä? Ohne Arme kämpft es nicht schlecht, hä? So, komm mal her. Ja, jetzt bist du hier, hä? So. Dann nehmen wir jetzt dir noch das Bein. Am besten beide, so. Hä? Was machen wir jetzt, Lappen? Ja, ich bin noch nicht tot. Du hast Mühe. Egal. Haben wir zwei und dann war's das. Und war gut gegangen, sonst hätten wir ja gerade wieder ein Nano Repair benutzen müssen.
Aber mussten wir zum Glück nicht so. Rang A. Das war eigentlich eine schlechte Leistung, aber okay. Das lassen wir mal so dahingestellt. Wo müssen wir da als nächstes hin? Na, da gibt's noch was. Mit. Was gibt's denn da noch? Holy shit. The main exit is sealed. I very much doubt you can get through there. The catwalk above you is connected to a corridor meant for transporting materials. You can take that to the elevator. Und ich haben wir auch erledigt. Ja. Da hat einer noch einen Arm. Mal sehen, ob wir den vielleicht kriegen. Bam, bam, bam. Hey, oh, ich hab die alle angegriffen. Shit. Na, du lässt mich mal schön in Ruhe. So, schön geblockt. Und nochmal blocken. Und jetzt geht er voll auf die Nüsse. Kommt nur her. Das ist so schön schwächen, aber so lang schwächen. Mein Telefon ist gut. Not good. Uncool. So, jetzt kommt er. Oh, fuck. Nicht gut, uncool. Nein. Ah, dann kommt schon, lass mich meinen Ripper-Mode ausüben. Jetzt kriegt ihr erstmal fuck auf die Nüsse hier, kleine Lappen. Sand dazu. Oh, und deinen Arm haben wir auch noch. Nice, so gönne ich mir das. So, ja. Oh, shit. Oh, boah, der war nochmal schön geblockt. Zum Glück habe ich mir diesen Block nicht gekauft. Irgendwas musste es ja gut sein. Oh Mann. Ich hasse diese Brocken. Die sind echt schnell und stark. Aber jetzt haben wir dich. Und du gibst mir mal schön deinen Sand dazu. Und immer her damit. Nice one. Wo ist der nächste? Da bist du. Ja, wo bist du jetzt hin? Hä? Na, da. Nein. Weg da. Oh. Nö, das wird nichts. So, oh shit. Na, weg da. Das sieht immer so lustig aus, wie sie uns hinterher rennen, Typen. Das ist echt richtig putzig. Ja. Uncool. Aber jetzt haben wir dich. So, ja okay, das war's mit dem sauberen Schnitt. Naja, gibt's halt Hackfleisch. Yeah. Okay, let's do the shit. Na, sammeln wir noch das ganze Zeug hier ein. Oh, da ist nochmal schön die Kiste. Zack, na komm. Oh, jetzt. Sehr fein. So. So. Da hinten ist noch was, das wollen wir uns jetzt auch. Da wollen wir nicht hoch. Du bist mir so ein Ninja Ryan, echt. Du bist mir manchmal echt so ein Ninja. Was haben wir hier? Oh, 5000 Credits. Nice, das können wir gut gebrauchen. So. Kiste, nehmen wir mit, Namen, Suit, dann haben wir ja echt eh viel verbratzt. Schauen wir doch mal, was hier oben noch ist. Ah, da unten ist noch was. Ah, da, oh, versteckt. Zack.
Und was haben wir denn? Oh, ein Datenstore sogar. Nice. Jetzt haben wir schon 6 von 20, also fast die Hälfte. Coole Sache. Okay, hier gibt es, glaube ich, nichts mehr, oder? Ah, doch, da unten noch was. Aber sonst haben wir, glaube ich, echt alles. Ja, dann gehen wir mal weiter. Und dann gehen wir hier den einfach den leichten Weg entlang. Naja, okay. Hier gibt's nichts mehr. Das nehmen wir noch mit. Und dann geht's schon hier rein. So. Oh, wieder ein Anruf. Ja, oh, wieder ein paar FPS-Einbrüche. Speichert wohl wieder. Naja. More or less. Still interested? Ja, sieht so aus. Reason to alter my objectives. From the moment we met, you have acted on emotional urges. Okay, also wie gesagt, Raiden hat seine ursprüngliche Form zurück, also wie er auch als kleines Kind war, denn er war ja Libanon oder sowas. Kinderkrieg oder Kindersoldat, sag ich mal so. Und er wurde halt als Jack the Ripper eben bekannt, weil er seine Opfer ziemlich übel zugerichtet hat, immer mit den Messern. Und ja, jetzt versucht Wolf uns, glaube ich, gerade so ein bisschen zu analysieren. Aber naja, ich find's cool. Also so ein bisschen hat er schon drauf, dieser Wolf. Irgendwie mag ich ihn. Er ist mir sympathisch geworden. So, dann hier unseren altbeliebten Action-Button. Und dann geht's auch schon weiter. Na komm, geh auf die Tür. Ah ne, doch, die Tür. Ich wollte gerade sagen. Oh, hier haben wir ein Fass. Okay, was haben wir da? Viele Gegner, viele Gegner. Und ein Arm. Hm, da haben wir auch einen Gegner. Der kommt uns entgegen. Na, ja, warten wir mal. Vielleicht können wir den ja backsteppen. Von oben. Ah, shit. Okay. Ich hab gedacht, wir könnten an ihm vorbeischleppen. Oh Gott. Jetzt gehen wir rüber. Und jetzt gehen wir die erstmal richtig schön auf die Nase. Ja, das ist betäubt, ne? Bam, 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 bam. Ich schleudere hier hoch. Und dann kriegst du gerade noch mehr. Gerade nochmal und nochmal und nochmal. So, und dann schneiden wir erstmal schön in zwei Tüten, so schön es geht. Na ja, wo seid ihr denn? Na, kommt mal her. Und ich block dich weg und dann kriegst du gerade hier einen Super-Move entgegen. Und dann schneiden wir dich einmal durch und ich glaube ich gerade mit. So, zwei auf einen Streich, sehr schön. Und dann geht es weiter. Oh, ja. Deggelt. Oh, Brennstoffzellen. Nice, wir haben ein bisschen Leben dazu gekriegt. Okay. Ist auch nochmal irgendwie was? Okay, ein paar Granaten. Und jetzt wisst ihr Bescheid, es gibt einen Action-Button gleich. Da ist auch noch mal was. Das holen wir uns auch noch geschwind. Raketenwerfer, okay. Und noch mal ein bisschen Nano-Repair-Paste. Und dann natürlich unser Action-Button mit den drei Tasten. So, da bin ich mal gespannt. Schalten Sie die Feinde aus. Ist doch ein Klacks. So, den haben wir als erstes. Schön in zwei. Ein gelbes Ei. Würde ich mal sagen, schlechte Hausmaus-Reim. Aber okay. Okay, den müssen wir schon hin. Oh, jetzt habe ich es versäumt, den zu machen. Egal, dann nehmen wir den noch schnell in zwei. Und wir holen uns seine Elektrolyten. Fuck. Gecko, not good. Das ist uncool. Das ist echt uncool. Scheiße. Jetzt haben wir euch. Jetzt. Wow, bam. Jetzt haben wir uns. Bam, 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 bam und bam! Jetzt komm her. Du blockst mich. Nicht umso. Boah, das war knapp so. Deinen Arm haben wir. Ja,
auf den Samurai ohne Arm. So, jetzt kommt uns dazu. So. Oh shit, das sind schon zwei. Na, nicht so leicht, nicht so leicht. Na, shit, der hat mich gekriegt. Nein. Das war close vielleicht. Oh shit. Ja, okay. Aber jetzt. Und, ach Gott, lass mich doch mal los hier. Na, egal, dann machen wir das halt nochmal so, Karussell. Lässt sich grüßen. So, jetzt wieder geht in die Verbogen, du Oliver. So. Jetzt komm schon. Jetzt endlich mal einer kaputt hier. Oh, schön geblockt. Ja, ich habe da auch zwar auf Blocken gedrückt, aber okay. Oh, wieder, aber wie gesagt, manchmal ist echt das Blocksystem für den Arsch. Ich hab's echt gesagt. Das ist das Einzige, was mich echt manchmal im Spiel stört. Dass man nicht eindrückt, wann man was auch drückt. Zu einsetzen. So, dann haben wir das. Und B-Rang, ja, okay. Das Look ist ja wohl verdient. Another freight platform. Look out, incoming. So, und dann kommen wieder hier unsere schönsten Beweise mit den Schildern, aber boom! Boom, boom, boom! Der neue Move war ja mal richtig sick, den habe ich gerade zum ersten Mal geschafft, glaube ich. Ja, gut doch, zwischen. Okay, Sand dazu und... Oh, shit. Wir werden hier von den Gorgos, gesteuert. Na, geht doch. So, jetzt haben wir dich in die Luft mit dir und jetzt gibt es einen Dachs für einen Stunden. Das haben wir ja auch nicht, das hat man so. Dann Dachs. So, jetzt bist du dran und du bist genauso. Jo. Okay, das war jetzt so richtig lame. Dann müsst ihr halt dran glauben. So. Eure Attackenmuster kenne ich schon. Oh shit. Ja, ja. So, jetzt bist du aber, jetzt seid ihr aber fällig. Und so, ich schon. So gut seid ihr. So, jetzt bist du fällig. So, einmal in zwei. Und gib mir erstmal deine Elektroniken. Ja, wo bist du jetzt? Ja, na komm. Na komm. Put, 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 put. So, du kriegst erstmal voll auf die Schnur. Genau so wie dein Vorgänger. Und jetzt. Sonderzu. Genau so läuft der Hase und nicht anders. Genau so. Viermal sind dazu. Oh Mann. Oh toll, also es kann echt nicht besser laufen. Ganz so, vielleicht kriege ich einen sauberen Schnitt hin. Okay, bam, 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 bam. Sand dazu. Oh, noch einmal. Okay. So, Vorsicht. Ja, das weiß ich auch, der bricht ja echt gleich auseinander. Ja, wir werden langsam. Aber ich sehe schon, warum wir langsamer werden. Die kleinen Geckos, die kleinen Tripods, die sind ja. Da kommst du mir nur her. Bam, 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 bam. So, das kommt erstmal. So. Bam, bam. So, jetzt habe ich euch. Einmal Sand dazu.
Okay. Dazu. Okay. Das haben wir auch. Und dann gibt er mal her. Ja, dann laufen wir einfach mal quasi rüber. Einfach mal dreist. Okay, kein Schaden genommen und wir haben einen S-Rang gekriegt. Sau, sau schön. Sau, sau schön. Schadeller. Genau, Familiengesellschaft. Oh, wieder so ein Big Candy. Aber, ja, jetzt sind wir schon ein bisschen haben. Hier ein kleines Slider-Pisser, den nervt. Ah, Mann. Das ist nur hier dieser kleine Bastard. Ja, komm her. Na, das ist gut. Jetzt bin ich festen. Ja, und dann kommen noch die anderen dicken Möpse. Oh Gott, nee. So viel bei mir. Oh, dann. Oh, voll ins Gesicht, Mann. Ich bin noch ein Schönling. Ich lass mich in Ruhe. Ja, ach komm, ihr Drecksraketen, Mann. Also jetzt geht ihr mich nicht mal auf den Boden. Ja, nee, komm mal zu viel. Ja, komm. Oh, wieder voll die Nüsse. Du geh mir nicht auf die Nüsse. Genau so, jetzt haben wir. Jetzt kümmere ich mich. Oh. Jetzt seid ihr fertig. Jetzt bin ich jetzt aber langsam. Gibt es. Hallo? Das gibt's echt nicht. Ich mach hier mit dem Controller rum, wenn nichts passiert. So, geblockt, geblockt, geblockt. Ja, und wieder geblockt, gell? Ja? Oh, und dann kommst du. Ich hab da schon wieder gerüttelt wie so ein Eierkopf, aber ist okay, wenn ihr es halt nicht. Ja, und jetzt drück ich schon wieder Block, wenn nichts passiert. Ja, genau. Das ist doch echt top. Also wie gesagt, manchmal verrückt. Ah. Geht mir manchmal nicht viel Spaß, weil die Steuerung einfach nicht funktionieren soll. Ja, und jetzt krieg ich wieder auf die Fresse, obwohl ich die ganze Zeit hier rumrüttle, aber naja. Supermode on und das ist ein bisschen gebracht und sonst. Na, na komm, was ist los? Scheiße, funktioniert nicht, Mann. Und ich habe jetzt schon drei verkackte Nanos-Zugpasten in den Wind geschossen. Weil die Kacke hier nicht funktioniert. Ich bin richtig sauer bei sowas. Ja, und hier in den Wind geschossen. Ja, naja. Jetzt bist du alleine, ja? Was hast du jetzt? Ja, bam, bam, bam. Arm ab, ne? Ja, block, block. Und jetzt kriegst du voll auf die Nein, ohne Müsse. Fuck. Ja, komm her. Ja, was machst du jetzt? Kriegst du gerade nochmal ins Gesicht. So. Ja, nochmal in Stücke gerissen und fertig mit dir. Oh, habt ihr mir Nerven gekostet. Aber doch, doch noch ein A-Rang. Ja, das ist doch. Keine Kills? Hä? Okay. Mysterious, Bro. Okay, wie kommen wir da rüber? Da will ich jetzt rein. Muss man noch irgendwas machen können.
Okay, da ist noch eine Truhe. Mit. Hier muss es doch irgendwas geben. Da kommt man auch nicht hoch. Aber da kommt man ja irgendwie wieder raus wahrscheinlich. Oh, schau mal, was ich hier gefunden habe. So, Dille. Und VR Mission Nummer 16. Ja, aber irgendwie müssen wir doch da reinkommen. Ich glaube, wir gehen mal dahin auf die Container. Ich will das jetzt haben, unbedingt. Ah, ja, hallöchen. Okay, das was? Nanopaste, ja, die haben wir auch bitter nötig. Und nochmal. So. Und dann gehen wir auch schon wieder hier raus. Und begeben uns mal in diesen Gang. Okay, hier ist nichts. Okay, und ein Anruf. If they're VR training those brains, I'm guessing it won't look like your typical IT department. Quite right. Most of it will likely be occupied by life support units. Feeding oxygen and nutrition to the brains they have stored, you know. They would also need a server to feed them the VR data, but in terms of structure, it's really more brain storage and maintenance than a server room. But no doubt it makes a convenient euphemism for what they are really doing there. Yeah, like how CIA agents refer to where they work as the company. Indeed. Something like that would never arouse the suspicions of rank and file staff who may hear it. And I'm sure those complicit in this operation feel better not calling it the VR training room. Even something so simple as a name can help one ignore the truth of what they are doing. Okay, jetzt wird hier von unserem VR Training geschwafelt, was wir auch hatten als Kindersoldat. Okay, dann bin ich echt mal gespannt, was so Sundown jetzt so drauf hat, falls wir ihm jetzt begegnen. Aber ich denke schon, wir verfolgen ihn ja schon die ganze Zeit. Ich denke mal, es wird hier so ein kleiner Endboss sein. Wir haben jetzt Mistral besiegt und Monsoon und jetzt kommt Sundown dran. Hoffe ich mal. Oder vielleicht Sam, kann ja auch sein. So, unseren Action-Button drücken wir mal. Und wir haben schon 81.000 Punkte, die wir ausgeben können nachher. Nice. Okay, da gibt es wieder einen Action-Button und eine Kiste vor dem Action-Button. Aber wieder ein bisschen Nano-Repair. Und dann drücken wir mal unsere altbewährte Tastenkombination. Und... oh, wen haben wir denn da? Mistral, wenn man vom Teufel spricht. Was macht er denn hier? Fuck, ich hasse es, wenn sie die Dinger wirft. Ich hasse es echt wie die Pest. Na komm schon. Gott, nee. Komm. Ja, wo bist du? Oh Mann, oh nee. So, jetzt aber. Ich sag grad mal wieder auf die Füße. Den kennen wir ja schon irgendwoher. Nein, du rennst mir nicht zu deinen komischen Füßen. Nicht schon wieder. Ich liebe diese Kampfmusik. Die ist einfach so geil. Die ist so geil. Die ist so sick, man. Arm. No, okay. Wir müssen gut machen. Ja, und jetzt nehmen wir die wieder ran für Mistral. Warum will ich eigentlich immer Crystal da? Ich weiß nicht mehr, an irgendeinem Spiel war die auch noch vertreten. Crystal oder Mistral? Ich weiß nicht mehr, in irgendeinem anderen Spiel auch nochmal Crystal oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab schon so viele Spiele in meinem Schädel und so viele Spiele gespielt, dass wir da nicht mehr alle Namen merken. Und ordentlich auf die Fresse. Oh, und diese kleinen Mistmann. Und nee.
weg, wenn ich mit dir rede. So, jetzt habe ich dich. Die wuselt mir viel zu viel. Oh, und dann. Ja, die wuselt mir echt zu viel rum hier. Aber das können wir auch noch gebrauchen. Oh Mann, lass uns doch einfach in Ruhe, ihr blöden kleinen Gekos. Shit. Ja, na, ich wollte eigentlich. Genau das. Genau das. So, damn, 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 damn. Ja, die gibt uns echt so auf die Flügel. Ist auch irgendwie leicht auszusprechen. So, bam, 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 jetzt haben wir dich. Die schon wieder weg. Hörst du auch damit? Nein, nein, du sollst jetzt nicht sterben. Ja, nein. Du sollst mich nicht schon wieder. Genau, du sollst sterben. Ach Gott. Na komm. Seh doch deinem Tod einfach ins Auge. Genau, dann dazu. Na shit, jetzt habe ich voll versammelt. Ja, und dann bist du nicht wieder. Will jemand nicht mit ihrem Tentakel da greifen? So, genau so will ich das sehen. Jetzt haben wir den Fuß. Mistral. Mistral. So, und dich. Nein, diesmal. Ja, genau. Schön mit Block. Und jetzt gibt es hier. Komm schon, du bist gleich tot. Du musst mich nochmal ficken. So, mit deinen eigenen Waffen geschlagen. Bam. Schieb dir recht. Gib mir das Zeug. Punkte, Punkte, Punkte. Energy, oh. Oh, mein Zoom. Okay. Ah, okay, der gibt mir natürlich. Zoom ist so klein. Boah, der hat so böse Kombos drauf. Ach, schon wieder. Komische Nebel. Ah, jetzt haben wir so Blocken. Block, 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 Block. Boah, der war nice. Der war richtig gut geblockt. Bam. Oh, was dich mit umbringt. Neue Trophäe erhalten. Hm, schönes Ding. Wahrscheinlich von so vielen Blocken gerade. Du blöder Pisser, das kann man ja wieder treffen. EMP. Und dann gibt es einen Sand dazu. Boing. Ja, wo ist der Schädel hingeflogen? Scheiße, wo ist der Schädel? Bist du? Egal, dann müssen wir dich halt so wieder eliminieren. Nein, 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 nein. Oh, shit. Ah, Gott. Na, das tut. Wow, das war nochmal close. Ah, dann macht das nochmal. Diesmal haben wir nicht so viel Glück. Nee, diesmal haben wir nicht so viel Glück. Oh, shit. Also, Monsoon ist echt ein Gegner, den ich gar nicht rein kann. Der ist so scheiße viel, der kleine Sack. Und er hat echt, wie gesagt, die Original-Synchronstimme von The Fear aus Metal Gear Solid 3, Snake Eater. So, nochmal schön geblockt. In der Luft. Langsam bin ich wieder drin mit den Blocken. Das ist echt Timing-Sache. Richtig böse Timing-Sache. Ich bin echt so ein, ab und zu so ein kleiner Träger. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Oh, hier wieder eine MP-Granate. Die sind echt gut, die MP-Granaten. So ein schönes Ding. Oh, jetzt hab ich mich ja wohl. Nicht. So, aber jetzt, ah doch, jetzt habe ich dich endgültig, hoffe ich doch. So, was ist der Kampfrang? Ah, und wir haben ein A gekriegt. Schöne Sache, schöne, schöne Sache. Okay, ja, wir gehen weiter riden. Ah, gibt's ja noch was? Nö. Okay, dann geht es weiter. Oh, Serverraum. Lesson plan. The
same regimen you went through in Liberia. Effective program. Just look how you turned out. Of course, running it in the real world just got a bit too complicated. Doing it virtually, though, no fuss, no muss. Straight to the brain. It's like a dream. Well, maybe dream is the wrong word. They do kill some POWs, some civilians. They enjoy it, though. We give their pleasure centers a nice big jolt every time. Plus, they get a shiny new body as a graduation present. Another thing you have in common. I chose this. They're kids, you son of a bitch. And kids are cruel. All people are by nature. They just lose touch with it as they get older. Start thinking they know right and wrong. That's immoral. War crime this, code of conduct that. Kids, you can mold. Manipulate into performing all kinds of atrocities. And there's nothing like a good atrocity to keep a war going. That's why I'm shutting you down. You just don't see the bigger picture, do you? Say you bring this whole place down. Waltz out of the rubble with all these precious brains. Nothing changes. All the guys in charge are long gone. We've got offices around the world. We're just suppliers. We don't create the market for war. And who does? The Patriots are gone. Those guys just manage the war economy. They didn't invent it. Did you think every battle in history was all part of some big old conspiracy? Bullshit! War is just part of who we are. Why fight it? Anyway, none of this will matter in 3 hours. Demand for PMCs is about to skyrocket, like the good old days after 9/11. What are you talking about? Not here. Follow me. Bryden, get Sundowner. Do not lose him this time. So, ich habe jetzt extra nicht reingeredet, weil ich das ziemlich interessant fand. Und deswegen schauen wir doch mal, was hier so abgeht. Also wir haben gesehen, dass sie hier die ganzen Gehirne aufbewahren. Und der Doc ist ja eh schon unterwegs hierher. Und ja, das war echt eine schöne Zusammenfassung von ihm. Und jetzt schauen wir doch mal gleich, was es hier so gibt. Also oben sind 2 Kisten. Die schauen wir uns doch gleich mal an. Okay, da geht's irgendwie nicht lang. Auch gut. Ja, na los, jetzt kommen wir her. Ah, jetzt haben wir was. Schön. Okay, dann denke ich mal, wir müssen auf die andere Seite. Und können dann nur so, ja, ich hab's mir echt schon gedacht. Wir können nur so dann an die andere Tür. Das hier, das geht so einmal hier rüber und dann hier runter und dann denke ich mal, haben wir das auch schon. Ja, da ist die Kiste doch. Ah, wie ich es mir doch gedacht habe. Oh, wieder ein Data Store. 7 von 20. Schön. Gibt es da unten noch irgendwie was? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann können wir nun hoch. Ach nö, das war jetzt unnötig, Ryden. Das war richtig unnötig, Fail. Da kommen wir nicht lang. Ja, Gott, nee. Manchmal, aber nur manchmal.
haben Entwickler wie du was auf die Fresse verdient. Okay, dann müssen wir hoch. Was haben wir denn da? Eine Impigranate. Und da müssen wir geradeaus lang. Ist da noch irgendwie was? Okay. Hätte ja sein können, dass es da unten noch irgendwie was gibt. Da rechts gibt es noch eine Kiste. Die schnappen wir uns auch noch. Okay, wieder eine andere Rückkehrpaste. Oh, wer ist denn da? Ich sehe da einen Gegner. So ein Kung-Fu. Ah, diese kleinen Kung-Fu-Drops. Ich will da irgendwie rüber. Ich will gegen ihn kämpfen, oder wie das geht. Okay, da kommt man echt nicht rein. Ist ja blöd. Ich will gegen die kämpfen. Was? Dann kriegst du halt eine MP-Granate. So. Und bam. Wow, wir haben Punkte gekriegt. Coole Sache. Okay, dann gehen wir auf die Plattform. Da wartet ja jemand auf uns. So, let her rip. Den Typen machen wir jetzt fertig, was der uns angetan hat. Vor allem den Mumbia oder mir, wie der hieß, und den Präsidenten und einmal schön gekontert. Bam! Das war's erstmal, oder? Oh, shit. Autsch, okay, das explodiert immer. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie wir das kaputt machen. Ich glaube zumindest. Oh, au, au. Oh, shit. So. Jetzt gehen wir hin. Na komm schon, hä? Was willst du tun? So, genau so läuft es. Nicht anders. Da. Bam, 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 bam. Okay, das ist gar nicht so schwer. Oh, okay, da hat ein Schild verloren, weil wir den Arm abgeknallt haben. Toll, wir wollen mit dem angreifen, wenn das gar nicht gehen kann. Gerade wieder auf den Sack. Ja, diese blöden Schilder, die nerven mich echt. Okay, nochmal geblockt. Ah, das sollten wir öfter machen. Das blocken. Ja, shit. Okay, dann haben wir wieder geblockt. Na, dazu kam ich jetzt wieder nicht. Oh. Also der Heli, der nervt mich irgendwie ein bisschen. Mal schauen, ob wir den irgendwie runterkriegen. Oh shit, ja okay, der lässt es nicht mal zu, wie es ausschaut. Boom. Hä? Ah, okay, der ist schon weg. Ah, so können wir es auch machen. Ah, nochmal ge... Ah, shit, man. Also der dritte Schlag, der sitzt immer von ihm. Ach, Gott. Was mache ich denn falsch? So, jetzt habe ich dich aber. Na, komm her. Mann, diese blöden Schilde. Ah, okay, jetzt habe ich. Ich glaube, jetzt habe ich den Blick. So. So, jetzt haben wir das. Ah, okay. Okay,
Okay, jetzt habe ich glaube ich, also müssen glaube ich schon die Arme abschneiden. Ah, toll. Ich kann nicht mal in seine Nähe, um ihn überhaupt anzugreifen. Oh, okay. War zu schnell. Okay, na komm. Na, scheiße, da macht er wieder seine blöde Schildchen und da ist schon wieder der blöde Helikopter. So, du nervst mich. Wow, da gibt er uns erstmal den überdreckigen Punch. So, jetzt aber. Bam, 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 bam. Okay. Also ich glaube, wir müssen ihn gleich nochmal machen. Oder? Ja, wir haben. Ich habe einfach nicht genug Leben dazu. Also ich sterbe mal kurz schnell. Und dann machen wir den nochmal von neu. Na komm. Töte mich. Okay, das bringt nichts. Ja, okay. Dann, soll. Ja, doch, ich glaube. Ja, diese Nano-Passe hat einfach nichts gebracht. Scheiße, wie steht's. So, na komm her. Okay, gut. Also. Ich glaube, jetzt habe ich seinen, seinen Schwachpunkt, seinen Knackpunkt. Und jetzt werden wir ihn erstmal schön zurechtstutzen. Leider mit dieser Bastard. Bam! Und gekontert. So. Ah, shit. Okay, war ein bisschen zu hoch. Aber der Ansatz war schon mal richtig. Aber wie soll man das blocken? Das versteht man nicht so. Das explodiert ja immer. So, jetzt haben wir ihn aber. So blockt. Oh, oh. Ah, dann wieder ein bisschen lang. Hab ich, glaube ich, hab's jetzt. Oh, shit. So. So, ist der Kack. Also, ich glaube, jetzt habe ich echt langsam den Dreh raus. Also, mit dem Gegner. Ah, ich hab gedrückt, aber auf den. Aber der Schauplatz ist cool. Schön im Regen. Bam. Wieder war die Sache zu lang. Boah, was ist das? Hat ihn geblockt. Ach, shit, man. Okay, jetzt geben wir ihm aber. So. Nein. Boah, schön geblockt. Nochmal geblockt. Und. So. So, jetzt haben wir es. Jawohl. Ja, wir haben es. Okay, ich hab den Dreh jetzt raus. Ich weiß, wie er aufzuhalten ist. Ah, scheiße. Ah, ich bin manchmal zu langsam mit dem Sonder zu. Fuck. Ja, stimmt. Ja, warte mal. Na komm, das will ich mal ausprobieren. Ah, okay, dann macht er noch Leben frei. Ja, Rocket Launcher. Ich will nämlich. Ach, du blöder Scheiß, Heli. Ah, fuck. Ich will den Helikopter. Na komm. Ich muss ja nicht kaputt gehen. Ja, na komm. Lass mich in Ruhe. Geht doch. So. Platt. So. Und dich schneiden wir nochmal durch. So. Ja, langsam bist du nicht mehr so cool, hä? Scheiße. Jetzt gibt er uns wieder so dreckig. Ach, du kleiner Mieser. Egal. Bam, 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 bam. Wow, das war close. So, jetzt hab ich dich. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. So, jetzt bist du doch nicht mehr so cool, hä? Ja, tick nur aus. Das bezweifle ich, dass du mich jetzt in Stücke schneidest. Deine Defense ist jetzt down, Bro. Wow, ist der schnell. Einmal ist er so flink wie ein kleiner Hacke-Peter. Boah, war das für ein mieser Move. Du kleiner, mieser Scheißkerl. Boah, und dann kommt wieder der dumme Heli. Geht mir so auf den Sack, das Scheißdreckding.
du machst ihn nicht mehr platt. Das ist ja, der Move ist echt so böse, den kann man nicht kontern. Das finde ich jetzt am allerschlimmsten, dass man die Scheiße nicht kontern kann. Oh, bitte, ja. Oh, ihr seid echt... No, no, versemmel ich es auch noch fast. Das war jetzt so Glück. Wow, shit. Was geht denn bei... Wow. Wow, wie soll ich das denn blocken, Mann? Ach, das geht. Okay. Komm. Ja. Nein. Ja, genau so habe ich das gern. Dass ich dich mal fertig mache hier. Du kannst auch so viel blocken, du kleiner Pummel. Ich bin fast dran. So, bam, bam. Nein, nicht der Pound. Ich bin dran. Wieder geblockt. Und wieder ein Konter. So, ja, was sagst du jetzt? Und da haben wir ihn doch. Okay, das ist echt mal eine coole Action-Szene. Und da fliegen wir doch mal dreist einfach ihm wieder entgegen und versuchen erstmal hier die ganzen Sachen auszuweichen. Nur ist er nämlich gerade hier so ein bisschen an God of War 3, wo man auch mit den Icarus-Flügeln eben den Tartarus-Berg wieder hochfliegt. Und ja, das, also wie gesagt, davon sind sie, glaube ich, so ein bisschen inspiriert worden. Also vermute ich jetzt mal. Gut, einfach alles ausweichen. Sowieso, also bis jetzt schön geklappt und boah, Sand dazu. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so alles wegschnibbeln können. 102 Teile, bum 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 bum. 134 Teile haben wir geschafft. Und jetzt bist du fertig, Dude. Hoffe ich zumindest. Oh shit. Okay, shit, wir sind abgestürzt. Na, bitte nicht nochmal von vorne fliegen. Okay, doch, wir machen den Tartarus nochmal. Oh, wir können sogar Raketen schießen. Das merke ich jetzt erst. Mal schauen, ob unbeschadet da durchkommt. Sicherlich auch eine Trophäe oder so. 100 Pro. Ich kann euch spielen, ich will gerade langsam. Okay, wir können sogar das wegbolzen. Wow, wow, wow. So, jetzt. Okay, diesmal haben wir mehr Teile geschafft und diesmal werden wir uns nicht abschießen lassen von ihm. Wir wissen, was wir zu tun haben und ausgewichen. So, da kommt ein Vöglein geflogen und wird zerschnibbelt. Du kleiner Drecksacher, du bist aufgeknibbelt. So, okay, den Kopf können wir zerschneiden. Und Fletch! Hackfleisch vom Feinsten. Und we've got you, Bro. Es ist vorbei und okay, ein C-Rang. Ja, okay, wir haben auch, also ich habe auch ordentlich abgelost. Gut, dann gibt es wieder eine kleine Story. Ich bin still. Attaboy, Jack. What happens in 3 hours? He'll launch Operation Tecumseh. Who? Armstrong? I've already said too much. I have a call to make. Got yourself shaving? Your wish. Up to you.
Raiden here. I've taken Marshal HQ. Yeah, yeah. I have just entered Denver airspace. I will be there soon. Hurry. Raiden, what Sundowner said? I know. Anything that'll rival 9/11 cannot be good. And in 3 hours, maybe less. He said even Mach 2 could not get there in time. If he was serious, that's over 4,000 miles away. 4,500. So whatever it is, it's not happening on American soil. If it's gonna spike demand for PMCs, it's gotta be a political hotspot. A coup or civil war in a stable region wouldn't have a domino effect. And they'd want to draw in a superpower. No. What? The president. He's on his way to Pakistan. If something happens to him there... Oh, shit. The War on Terror Part 2. Contact the military. Official channels are frozen since Mexico. Unofficial channels will take too long. Besides, what's our proof? Who's gonna believe us over World Marshal? Then we have to get there first. Nevozmuzhno! Impossible! It is the other side of the planet. Even if we were in the world's fastest jet right now, it's not even close. Hold up. It's not a jet we need. Courtney? An RLV would make it with time to spare. That's... Mach 23, if we're talking one atmosphere. 17,650 miles per hour. That would make Pakistan in under half an hour. Right. Contact Solus. Okay, das war's, glaube ich, mit ihm. Ja, das war's wirklich sogar mit dem Kapitel. Kapitel R04 haben wir erledigt. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Werden jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen hier die Anpassung gleich starten. Nee, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat. Okay, wir haben speziell Cyborg-Körper, Desperado-Version und eine neue Klinge Bloodlust und die Trophäe erhalten. Und daran seht ihr auch immer, dass ich nicht weiterspiele oder so ohne euch. Dann tun wir jetzt noch schnell den Körper anpassen. Schauen uns das mal an. Oh, das sieht cool aus. Aber ich habe gesagt, wir holen uns erstmal unsere Inferno-Rüstung, glaube ich. Oder nee, die sieht auch cool aus. Und unsere Inferno-Rüstung. Aber diese rüsten wir aus. Sieht irgendwie echt cool aus. Und dann schauen wir doch mal, was wir ein bisschen verbessern können hier an der Waffe. Erstmal Verbesserung Nummer 3. Dann Leben auf jeden Fall hochpumpen. Das machen wir. Und nochmal Brennstoffzellen. Genau, das machen wir auch nochmal. Dann haben wir das schon mal. Oh, abgeschlossen Leben. Ging aber schnell. Ja, okay, das können wir noch nicht weitermachen. Vielleicht können wir noch was in die Fertigkeiten investieren. Nö, alles zu teuer. Ist ja schade. Okay. Nee, das haben wir auch alle schon. Also wie gesagt. Gut, dann hätten wir das. Vielleicht können wir... Okay, das... Ja, okay, das können wir nicht mal kaufen. Ist ja erbärmlich. Okay, also die Klinge war mir gut. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Würde ich mal sagen. Ich formuliere noch so ein bisschen rum. Vielleicht finde ich hier irgendwas für ein Schnäppchen, aber glaube ich nicht. Okay. Also wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut und schaut doch mal bei mir auf Facebook oder Twitter vorbei. Da sind immer die Neuigkeiten und bis dann.